Es wird besser. Nach dem Knalleffekt bei der Urabstimmung über den Heumarktturm, wo eine Mehrheit von genau 18 Grünen eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte Maria Vassilakos ablehnt, tagen erstmals der Landtagsklub und der Landesparteivorstand. Und da muss Maria Vassilako vor allem eine Frage beantworten. Akzeptiert sie das Nein der Basis und tritt künftig in ihrer Eigenschaft als Planungsstadträtin gegen das von ihr selbst forcierte Projekt am Heumarkt auf? Ein Grüppchen altmarxistischer Fundis um Gemeinderat Martin Margulis will schon seit längerer Zeit einen der ihren statt Maria Vassilako als Mitglied der Stadtregierung und Grüne Nummer 1 in Wien installieren. Und die Koalition mit der SPÖ soll platzen. Auch Bürgermeister Michael Häupls Vorgehen bei einem Vassilako aus wird jetzt schon mit Spannung erwartet.